Also der Mauerbau, der war ja am 13. August 1961 und da war ich genau 30 Jahre alt. Und was ich an dem Tag gemacht habe, ich weiß, es war ja ein Sonntag. Sonntagmorgen hörte ich dann in den Nachrichten, dass da dass die abgetrennt haben. Die haben ja nicht gleich die Mauer gebaut, sondern erstmal Pfähle gerammt und Stacheldraht gemacht. Und die Mauer wurde ja gepflegt in mehreren Jahren immer massiver. An dem Tag war ich 9 Jahre alt und es war ein Sonntag. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es war ein Sonntag, die Sonne schien. Ein schöner Tag und ich kam gerade aus dem Garten in das elterliche Wohnzimmer und da lief der Fernseher. Das ist also zur Vormittag-Mittagszeit und das wunderte mich doch sehr. Und dann saßen meine Eltern vor unserem schönen schwarz-weiß-grundig-Zauberspiegel und sahen also den Mauerbau in Berlin und waren also völlig entsetzt. Ich konnte damit also in dem Alter nicht so ganz viel anfangen, aber es war dann doch so eindrucksvoll, dass ich es nicht vergessen habe. Na gut, ich war 8 Jahre alt, ging in der ersten, zweiten Klasse ging ich. Und damals war es ja mit den Medien noch nicht so ausgebreitet wie heute. Also hat man das eigentlich mehr über den Lehrer erfahren oder die Lehrkörper allgemein. Und eine kleine Anekdote dazu, was mir eigentlich in meinem Kopf geblieben ist, ist, dass ich damals schon gesagt habe, ich werde den oder die Wiedervereinigung von Deutschland noch erleben. 1961 wurde gebaut, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ja, bin geboren am 1977, aber gut zu wissen, ne? Jetzt wisst ihr das. Also ich war 19 Jahre alt und war zu diesem Zeitpunkt, wie die Mauer gebaut wurde, in Ostberlin. Ja, und habe dort mein Leben gelebt, bei den Eltern noch zu Hause. Und habe mich darüber sehr geärgert, weil ich einen Tag vorher noch in West-Berlin war, im Kino. Da waren ja die Grenzen noch alle offen. Und ja, dann habe ich die Überraschung erlebt, bin nach West-Berlin bzw. zur Grenze gefahren, wo man ja nicht mehr rangekommen ist. Es wurde ja schon alles vorher abgesperrt. Und habe dann dies gesehen, wie sie erst diesen Stacheldraht ausgerollt haben an dieser Grenze. Und dann war das also unmöglich, darüber zu hopsen, weil alle, ich sage mal, halben Meter oder anderthalb Meter Fokus standen. Da ist man nicht mehr rübergekommen. Ich bin 23 Jahre alt gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und habe in Berlin bei einer Firma gearbeitet und wir waren haben im Freien gearbeitet und da sind irgendwann Leute vorbeigekommen und haben uns darüber informiert, dass da angefangen wurde am Brandenburger Tor. Wir waren in der Nähe vom Brandenburger Tor und da haben die uns Bescheid gesagt, dass da sich etwas tut. Als die Mauer gebaut wurde, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich war gut 4 Jahre alt. Und natürlich war eine Unruhe zu bemerken bei den Eltern und so, aber ich habe überhaupt gar keine direkte Erinnerung daran. Aber als die Mauer stand, bin ich eigentlich überhaupt gar nicht in der DDR gewesen. Also ich war 9 Jahre alt. Wo ich gewesen bin, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es ein Sonntag war, das habe ich noch in Erinnerung. Und als 9-Jähriger nimmt man das natürlich nicht so bewusst wahr, sondern das waren mehr so Stimmungen, die man mitbekam, dass die Leute sehr aufgeregt waren und ständig das Radio und auch der Fernseher liefen.